Hey ho Leute, kommt zurück zu Banjo-Tooie, indem wir mit dem Schneeball in die Vulkanseite fahren. Rollen, tut mir leid. Wir rollen. Wir sind quasi Limp Bizkit und wir keep rolling, rolling, rolling. Yep, wir keep rolling. Ich weiß gerade nicht wohin, aber wir rollen einfach mal darüber. Oh, natürlich. Ich kann nicht tot rollen. Oh, natürlich. Ach komm. Schlimmer sein, wir können einfach schmelzen. Ja, aufgefallen, dass wir. Ja, ich wollte gerade sagen, wir schmelzen nicht. Wir schmelzen! Schlechte Neuigkeiten, wir schmelzen! Roll schneller, roll schneller, roll schneller, roll schneller! Oh mein Gott! Knappe Sache. Hier ist ganz Schnee. Doch, da. Hier ist ganz Schnee. Noch mehr Schnee. Egal, wir können ja hier unten schon Schnee haben, oder? Da unten ist Schnee. Toll. Wie komme ich da wieder hoch? Außenrum. Durch die Lavaseite. Aber willst du mich verarschen, dass ich jetzt nicht. Hier muss irgendwo Schnee sein, komm schon. Oh, oben ist Schnee, oder? Ich meine, es hätte auch keinen Sinn gemacht, wenn ich kein Schnee gewesen wäre. Ja. Das wäre halt ernsthaft einfach nur viel zu schwer gewesen. Leute, wir müssen noch den einen mal sehen, ob es da unten irgendetwas von Wert gibt. Bis noch den einen Pool kälter machen, wo die Schweinchen drin sind. Richtig, aber das geht nicht mit dem Schneeball. Ich dachte, man opfert sich einfach, springt da rein und dann ist der Pool halt kalt. Das wäre dämlich. Und man ist ein kleiner Schneeball. Wir haben es gefunden. Keller! Müllbeseitigungsanlage. Toxic Waste Oil. Das ist ein Grunty GmbH. Jo, ich habe Schnee, was sind wir fertig? Oh, wow. Jetzt müssen wir irgendwie mit Banjo hier hoch. Aber ich weiß sogar wie. Ich nicht. Zurück zu Wumba. Da 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 da. Ah, wie komme ich da hin? Da 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 da. Ich finde es übrigens wirklich cool, dass nur wenn ich Gas gebe, der Schneeball Schaden macht an den Gegnern. Ist ja nicht so, wenn so ein Schneeball auf dich zukommt, dass du dann einfach. Verstehst du schon? Ah ja, ich komme nicht anders rein. Jetzt komme ich rein. Dass sie dann im Feuer gesetzt haben. Ja, ich finde es schön, wie es einfach nur. Du musst dir den Schaden machen, damit du reinkommst. Woo! Wie ist das in dem Now-Hit-One? Da machst du die Puzzle los nicht. Wie ist das in dem Now-Hit-100%-One? Da zählt's nicht. Theoretisch kannst du in die Lava-Seite gehen, dich da schmelzen lassen, weil das als Schaden zu zählen ein bisschen dämlich. Das ist wahr. Gehst in die Lava-Seite, lässt dich schmelzen, gehst dann hier wieder rein. Bist du wieder groß. Tiger, halt die Schnauze. Nein, halt die Schnauze, Tiger. Ich muss echt überall rumklettern. Immer diese Katzen. Habe ich recht? Ja. Au! Ich bin ja eher der Hundemensch. Ich nicht. Ich hasse Hunde. Ihr wisst ja,
Sogar Caesar hat den Hund laut der Legende. Wir sind quasi seine Erben, wir sind Herrchenmenschen. Interessant an dem Lied ist, ich bin na, immer auf der schlechten Seite. Ich mag lieber Katzen. Ich mag lieber Birnen. Ich mag lieber Mützen als Hüte. Okay, Cappies. Ich weiß nicht, ob das Mütze zählt. Was? Nee, aber es ist doch, aber kauf nicht bei Hutträgern. Auch nicht zum halben Preis. Sind nicht alle gleich, aber fast. Ja, immer zählt Cappy als Hut oder Mütze? Ich würde sagen, als Mütze. Okay, dann ist es Mütze. Und Äpfel sind so viel besser als Birnen. Absolut nein. Absolut ja. Äpfel sind so viel schlechter als Birnen. Oh, Äpfel sind so viel besser als Birnen. Nein, sie sind so viel knackiger und viel zu viel Säure. Ja, genau das macht es doch so gut. Nein, die Säure macht es absolut schlecht. Ich gebe zu, dass saure Äpfel besser sind als süße. Ja, richtig guter, grün. Schöner. Die sind gut. Aber so eine gute Birne? Ja, da kommt nichts dran. Also zwischen den beiden. Moment, ich versuche es nicht hier. Äpfel. Nein, Becher süß da oben. Ah. Sui. Äpfel, bestes Obst. Change my mind. Bestes Obst? Also komm, jetzt übertreibst du es. Es ist nicht mal Platz 5. Was ist denn dein Platz 1? Bananen. Und Bananen sind mein Platz 2. Bananen sind großartig. Was ist dein Platz 2? Weiß ich nicht. Aber er würde nicht mal Platz 2, Platz 5. Aber auf jeden Fall. Weiß ich, zähl Obst auf. Birnen. Ja, weiß ich noch nicht. Zähl bei anderes Obst. Ah, ja, übrigens, ganz kurz. Der Typ ist von irgendeinem anderen Spiel. Ich weiß auch nicht welches. Okay. Weiß ich, was gibt's noch für Obst? Weintrauben sind auch gut. Boah, Weintrauben sind Platz 3. Oder Zwetschgen sind großartig. Oh ne, nicht so geil. Was gibt's Stachelbeeren denn? Gibt's noch. Erdbeeren. Erdbeeren gibt's auch noch. Erdbeeren ist Platz 2. Erdbeeren ist Platz. Wo war ich nicht? Platz 4. Platz 4 kann ich Erdbeeren geben. Erdbeeren? Nein. Oh, Orange! Oh, Orangen, schrecklich Mandarinen. Oh, Platz 3. Oh, nein. Das ist so Platz. Das ist nicht mal Platz 5. Was? Aber Mandarinen, Orangen, das ist super lecker. Ja, das ist cool zu Weihnachten, aber dann was sonst? Ja? Oh, auf ja, ich hasse Weihnachten. Hey, Domi. Ich glaube, wir wollen den Chincho wirklich haben, oder? Ja. Ah, sagt George, das Essen ist in. Was? Damit hast du nicht gerechnet, was? Was? Wir müssen Georg dann die traurige Nachricht überbringen. Banjo. Tui. US. Tommy. Null? Null? Ja, wenn Eiswürfel umgebracht. Null? Domi. Schwerte einreichen. Banjo Tui sollte definitiv ab 18 sein, da man kaltblütig einen Eiswürfel ermordet. Ich meine, es ist der einzige Eiswürfel, der redet. Die anderen bringen wir alle auch um. Was hat er denn hier? Wir haben Bogi! Unser alter Kumpel, reden wir mit ihm. Er ist echt fett geworden. Hallo, Bogi. Weicher? Ja. Sieh dir meinen neuen Breitbandfernseher an. Hat Unmengen von Sondereinstellungen. Da bin ich sicher. Wirklich? 100 Hertz, 5,1 Dolby Surround, 9.999 Programme, 15 Skatbuchsen, 3 Fernbedienungen. Ah! Oh, entschuldige. Aber man kann nicht online bestellen und ich bin am Verhungern. Ja, was willst du denn? Ein großer, heißer Fisch wäre klasse. Ey, wir haben genau sowas.
Oh, hey, was für ein Zufall, den tragen wir schon seit einer Stunde rum. Boggy! Schon wieder? Was ist das? Wow, der Fisch muss einen Puzzle verschluckt haben. Na, wenn ich es nicht essen kann, will ich es auch nicht haben. Na schön, Boggy. Dann nehme ich es in unsere Sammlung auf. Kein Problem. Ich muss noch weiterschauen. Das war einfach. Können wir doch mal reden, dass du 5,1 Dolby Swan gesagt hast und nicht 5,1? Ja, ist okay. Naja. Können wir über das Bild reden? Es ist ein GIF, okay? Ein astreines GIF. Der hat was in der Hose. Und ist oben nackt. Was guckst du dir da an? Nur Scheiße im Fernsehen. Wie im echten Leben. Außer er hat sein Ego ausgebaut. Übrigens, ist dir aufgefallen, der Soundtrack hier. Ich glaube, der ist wie vom ersten Teil. Nein. Der Schlitten-Dummy! Nostalgie pur! Bisschen größer geworden über die Zeit. Fanservice. Das, wo ist ihr Fanservice? Fanservice. Hä? Ich sehe kein Fanservice. Fanservice, reiner Fanservice. Von was redest du? Der reinste Fanservice. Und sich bei anderen Spielen und Serien darüber aufregen. Ist ja nichts. Ich mag die Kopfkissen. Du meinst die Eiskopfkissen? Hey, die sind bequem, okay? Die schmelzen sich deinem Kopf an. Ich meine, das ist nicht unwahr. Ist hier einfach wirklich gar nichts. Hey, hier ist Fanservice, wirklich, das reicht. Na, das war eine gute Welt. Aber es war nicht von Kessert. Ich glaube, ich mag Freezy Peak lieber als die Welt. Ich mag die Lava-Seite wirklich überhaupt nicht. Ich meine, das war einfach. Ob Banjo Wii Inspiration für Punk Hazard war? Weiß ich nicht. Ich hab da so meine Zweifel. Sicher? Ja, als ob es eventuell gar nicht mal so weit hergeholt ist, eine Welt zu machen, in der Eis und Feuer gleichzeitig existiert. Naja, das ist jetzt schon relativ, es ist schon relativ weit hergeholt, dass es genauso in der Mitte geteilt ist. Findest du? Ja, schon. Gott, wenn ich wüsste, wann es diesen dummen Typen da oben kommt. Ja, das würdest du eigentlich jetzt allererstes machen. Ja, und ich find's nicht. Und ich habe gefühlt die ganze Welt schon erkundet. Außer die eine Stelle mit der Flugplatte. Oder die eine Stelle, die man hochgehen kann, wahrscheinlich. Oh, ich weiß wie, Domi. Die Plop-Plop-Schuhe. Oh, die Plop-Plop-Schuhe. Lass mich raten, hier gibt es eine Grunty GmbH? Jo. Toi. Plop-Schuhe. Profi-Plop-Schuhe. In der Grunty GmbH. Ja, wo ist Mumbo, Dummy? Wir haben noch kein Move aus der Grunty GmbH. Das ist richtig. Hört mir gerade so auf. Das ist richtig, wir waren noch nicht wirklich drin, weil ich nicht rausgefunden habe, wie ich reinkomme. Ich habe es komplett vergessen. Stimmt, wir waren da gar nicht richtig drin. Willst du mal googeln, wenn ich die Tür aufmache? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich übersehe irgendwas. Hatte ich nicht sogar gegoogelt? Nein.
Ich weiß, wie es geht. Du musst in den Bahnhof reinfahren, aber der Bahnhof ist zu. Und ich weiß gar nicht, wie ich den Bahnhof aufmache. Das war das Problem. Oh, das ist Momo. Das war das Problem. Problem ist, dass das Wiki halt wirklich nicht dir sagt, wo du reinkommst. Google doch einfach Grunty GmbH Bahnhof öffnen. Komplettlösung. Da, das klingt doch noch ein Plan. Jetzt haben wir halt erst in der Welt, ist auch okay. Jetzt gibt es auch immer, warum die Noten so knapp waren. Ja, stimmt. Ich komme jetzt mit Mumbo auf die Eisseite. Mumbo. Oh, ja, okay. Hm? Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hattest. Was? Bis zum... Ich glaube, das kommt mir bekannt vor, was ich da lese, aber... Bin mir nicht sicher. Was denn? Ich denke, die Grunty GmbH nehmen wir zum nächsten Part vor, oder? Ich weiß nicht, ob der nächste Part ist. Oder im übernächsten. Ich weiß gerade nicht, wie ich mit Mumbo in die Eisseite komme. Das ist eine gute Frage. Aber du musst darüber. Aua. Aua. Gott, ich hab meinen großen Zeh gestoßen. Das ist okay, solange kein Eisklops drauf fällt. Das war quasi wie ein Eisklops. Oh, glaubst du, der Weg da vorne ist für Momo gemacht? Nein. Komm her! Komm her, du blöder Aladdin! Aladdin? Aladdin? Da halt nicht. Sah es nur bei dir so knapp aus? Ach, Mumbo. Wirklich? Ja, toll. Ach ja. Oh, hast du's gesehen. Total war das. Ah, Gott. Ah! Blödes Arschloch. Alter Mumbo! Warum hast du dich denn jetzt umgebracht? Warum kann man eigentlich so Plattformen nicht so machen, damit man mit einem vernünftigen Sprung auch hochkommt? Ohne, dass man an dummen Ecken hängen bleibt. Nein, nein, das ist nicht anspruchsvoll genug. An Ecken hängen bleiben. Das ist anspruchsvoll genug. Wenn du kennst es teilweise, du springst und dann schwebt in der Luft und bleibt an der Ecke hängen. Nee, ich kenn das nicht. So, bitte! Weggehen! Manchmal kenn ich das nicht doch. Ja, weißt du, was das denn? Die Plattform ist viel höher als die anderen. Nein, nein, das bildest du dir alles nur ein. Ach so. So was macht mich wütend. Das ist einfach nicht spannend. Da musst du einen ewig langen Weg laufen, um wieder zurückzukommen.
vorsieht, wird Tidus nur noch ein Leben. Siehst du das? Siehst du das? Da. Oh wow. Kann man da überhaupt hoch? Ja, sieht so aus, oder? Wollen das dann wieder hier den dummen Weg gehen? Ich find's cool, dass man die töten kann. Weiß ich auch, Benjo-Kazooie das kann. Weiß ich auch nicht. Alter, ich will nicht mehr. Ich das Let's Play ab, wenn du nicht mehr willst. Deswegen gibt man Charakteren einen Doppelsprung. Damit du in der Luft noch so ein bisschen panisieren kannst. Ja. Ja, wie komme ich jetzt da hoch? Kann ich mal korrigieren? Gar nicht, das schaffst du nicht. Du bringst dich hoch genug dafür. Ich musste aber hoch. Domi, ich bin ein Idiot. Wieso? Wie kommt Momo da rüber? Ach, bin ich ein Vollidiot? Oh nein. Hm? Oh nein. Das war geplant, oder? Das war geplant. Ich weiß auch nicht, wie kriegen wir Momo nur da rüber? Ah, oh, du bist ein Idiot. Ah, seltsam! Ah, wie kannst du dumm sein? Ja, das habe ich mich gerade auch gefragt. Ach, das haben wir ja schon. Das ging ja schnell. Mensch, ganz ohne Anstrengung. Ganz ohne Probleme. Wenn man kein Vollidiot ist. Ich würde Mumbo die Schuld geben. Mumbo ist selber nicht auf die Idee gekommen. Ich nehme alle Anschuldigungen gegenüber das Spiel zurück. Das ist ein wunderbares Spiel und ich habe mich. Ich nehme alle Aufregung nehme ich zurück. Keine Angst, die Aufregung kommt jetzt, wenn Humbrey zweimal runterrutscht. Rutscht er nicht. Siehst du? Hoffen, das funktioniert. Lebenskraft für den Alien-Vater. Das sieht fast genauso aus wie bei The Time I Got Real. Der Sturz war sehr schmerzhaft. Wo bin ich? Du tot. Mumbo, große Schamane-Magie benutzt. Du jetzt leben. Kurz und knackig. Dieser Schwächlinge, Erdlingssauber, wäre gar nicht nötig gewesen. Meine Spezialenergie ist... Was? Viel besser. Aus Menschen undankbar. Verschwendet Mumbos Zeit. Ihm Lehre erteilen sollte. Entschuldigung, merkwürdiger Freund. Meine Spezialenergie ist am Ende und wir brauchen deine Hilfe. Unsere drei Kinder sind geflohen, bevor das Schiff in der Lagune notlandete. Finde meine Kinder und bringe sie sicher zu mir. Dann beschenke ich die Erde reichlich. Mumbo Geschenke mögen, aber keine billigen Alien-Mitbringsel. Die Kinder werden sich versteckt haben, bis sie ein Alien-Signal erhalten. Oh, natürlich. Mumbo beeindruckt, aber Mumbo Maki besser. Das finde ich auch. Ich sehe auch nicht, wie da reinkommen. Naja, du hast doch vorhin gefragt, was da ist. Oh nein. Gute Nachricht, Mumbo fällt gar nicht runter. Fliegt einfach nach oben.
dachte mir schon nicht, das Kind muss hier irgendwo sein. Hä? Was willst du? Oh mein Gott, Mumbo wirklich stark, hast du es gesehen? Mumbo ist richtig stark. Hey, sieht aus wie ein Mumbo-Aufgang. Korrigiere. Nein. Hey, komm jetzt so hoch. Da hoch. Das sieht aus wie ein Mumbo-Aufgang. Das sieht aus wie ein Mumbo-Aufgang. Und der funktioniert auch. Ja, fast als wäre wirklich ein Mumbo-Aufgang. Ist nicht runterfallen. Was machen wir noch? Dann ist der Part vorbei. Okay, komm. Heilen wir den Cyberman. Da hinten ist ein Eisschlüssel. Vielen Dank, junger Herr. Ich bin seit 1984 festgefroren. Mumbo vielleicht verrückten alten Mann schon mal gesehen. Durchaus möglich. Ich komme aus dem goldenen Zeitalter, als die Wölfe Könige waren. Ich heiße Saberman. Ich bin im Abenteuergeschäft. Zumindest war ich das. Was macht Säubermann in Eisblock? Dieser verfluchte Wolf hat mich bis hierher gejagt. Dann hat mich der Eisdrache eingefroren. Mir ist ziemlich kalt und ich bin ziemlich alt. Kannst du mich irgendwie aufwärmen und jünger machen? Mumbo das nicht tun, aber kennen Bär, der das können. Nein, Vogel, nicht Bär. Ich glaube, wir haben alle Mumbo-Platten, oder? Hat sie noch eine dritte? Hatten wir eine dritte? Ich glaube, wir hatten eine dritte. Aber wo? Wo braucht ihr noch Lebenskraft? Hä? Wo? Mumbo. Ich kann mich an keine Lebenskraft mehr erinnern. Nein, okay, alles gut. Ja, sag ich doch. Sag mal, wenn ich Mumbo umbringe, bin ich dann wieder bei Banjo? Geh mir ein bisschen da ins Wasser. Scheinbar sollst du den Eiswürfel neben dem Iglu mit Mumbo zerstören. Was? Mit Mumbo kannst du den Eisblock neben dem Iglu zerstören. Ja. Bombeneier, er errichtet das auch. Okay, das bedeutet also, Mumbos Stab ist so stark wie der Granaten. Wie die Granaten. Das ist ja eine Granate. Gut, Tommy. Wenn du in den Park. Hey, warte, ich muss dir noch sagen, dass du diesen alten Mann retten musst. Was? Was? Hat Mumbo das gesagt? Keine Ahnung, kann sie. Mumbo ist inzwischen auch schon alt und dünn. Ja, der hat schon ein paar Jahre hinter sich. Ich weiß nicht, wie alt der alte Schamane ist. Wie sieht das auch mit einer Teleportplatte darüber kannst? Hm? Vergiss ich das auch mit einer Teleportplatte? Ja, ist bekannt. Ach so! Ich wollte jetzt den Weg außen rum gehen! Danke, dass du mir das nochmal gesagt hast. Irgendwie steht im Blick hier auch, dass du die Teleportplatte nicht vergessen sollst, weil du mit Mumbo nicht rüberkommst. Schön. Wirklich schön. So, Domi, den Typen retten wir im nächsten Part. Ey, beende den Part. Dann würde ich sagen, war's das mit diesem Part. Mit Banjo-Kazooie. Nicht da hoch. Ich geh da hoch. Und Banjo-Tooie. Und Wirti und Mia. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Bis dahin und ciao. Tschüss.